Mein Name ist Mareike Vogt. Ich bin seit dem 1. März bei Fiege und zwar bin ich jetzt Werkstudentin im Bereich Real Estate Management und da ganz speziell im Bereich Energiemanagement tätig. Und nebenbei bin ich noch Werkstudentin im Master Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Energiemanagement. Wir kümmern uns nicht unbedingt nur um die Zukunft, sondern wir gucken uns jetzt auch gerade ganz aktuell unsere Lagerhallen an. Ein ganz wichtiger Punkt bei uns ist natürlich die Beleuchtung. Das ist ein ganz, ganz großer Kostenfaktor, weil die Beleuchtung eigentlich immer da sein muss. Und wir haben derzeit ein Energieportal, wo wir alle möglichen Verbräuche von unseren Standorten in Deutschland derzeit aufzeichnen und genau sehen können, okay, wann wurde wie viel Energie verbraucht. Und die Zukunftsfrage stellen wir uns natürlich jetzt auch noch. Ganz natürlich im Fokus das Thema LED-Umrüstung. Und da sind wir gerade dabei, einige Standorte umzurüsten. Also Vorgaben gibt es natürlich nicht, aber Fiege legt halt schon viel Wert darauf, natürlich auch nachhaltig irgendwie sich zu positionieren. Und gerade da legen wir jetzt auch viel Wert darauf, dass wir wenig CO2 verbrauchen, dass wir einfach einen guten ökologischen Fußabdruck hinterlegen. Das hat nicht nur Vorteile kostentechnisch, sondern auch einfach das Image poliert das halt einfach sehr auf. Also Elektrofahrzeuge haben wir derzeit auch schon sehr viel im Fuhrpark vertreten. Eigentlich nur Elektrostapler, einfach aufgrund der Tatsachen, dass dort keine Abgase entstehen. Was ein ganz großes Problem dabei ist, wo wir halt immer wieder an Hindernisse stoßen, ist, dass nach einer Schicht die Elektrofahrzeuge bzw. die Wechselbatterien an die Ladestation müssen. Das erzeugt dann einen Lastanstieg und dadurch geraten wir halt in neue Kostenfelder. Und das Ganze versuchen wir jetzt so ein bisschen mit PV-Anlagen auf dem Dach irgendwie zu regeln, dass man das besser kontrollieren kann. Definitiv das Thema E-Commerce, das wird immer mehr kommen. Die Leute werden meiner Meinung nach immer mehr im Internet bestellen und wollen auch schneller die Produkte haben, sodass die Logistik definitiv schnelle Konzepte entwickeln muss und ganz flexibel sein muss. Definitiv, gerade in den Städten. Ich glaube, das System der Post funktioniert ja derzeit ganz gut, dass schon Elektroautos durch die Städte fahren bzw. durch Gemeinden fahren. Und da sehe ich ganz, ganz großes Potenzial, auch einfach aufgrund des Geräuschpegels. Das Thema künstliche Intelligenz, weil ich glaube, man kann da sehr, sehr viel mitmachen. Das klingt natürlich noch ein bisschen futuristisch alles, aber ich bin der Meinung, dass da ganz, ganz viel Potenzial hintersteckt, sowohl Positives als auch leider Negatives. Meine Arbeitskollegen? Nein, also wenn es nicht läuft, dann versuche ich irgendwie einen Plan B zu finden, irgendwie einen Umweg zu gehen und meistens kommt man dann ganz schnell wieder auf den Weg, den man vorher eigentlich auch eingeschlagen hat und häufig funktioniert es dann auch wieder. Man muss sich dann einmal nochmal sammeln und quasi bekommt man dann neue Motivationen.